Na, heute geht es um einen Ohrenbluten verursachenden YouTuber, der da heißt Appleschorle. Sein bester Freund ist Longy, was schon einiges über ihn aussagt. Sie machen zusammen Videos und Songs. Der Kanal hat über 3000 Abos und über 1 Million Aufrufe, wo ich mich frage, wo kommen diese Aufrufe her? Dieser YouTuber macht Songs, Vlogs, Ansagen und Tiergeräusche? Aber ich will euch mal einen Song abspielen, dann könnt ihr euch mal eine eigene Meinung bilden. Fällt das nur mir auf oder trinken rübst der die ganze Zeit in seinen Songs? Was soll denn das? Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Song entsteht. Ich nehme mir irgendeinen Beat raus, wartet, so, mach irgendwelche Geräusche. Hier ist das fertige Produkt. Bin ich der beste Newcomer? Ja, oder? Das nächste Video, das wir uns anschauen, heißt Darum bin ich der beste Rapper. Die Dislikes und Likes sagen mal wieder einiges aus, aber hören wir uns mal seine Argumente an, warum er der beste Rapper sein soll. Ich bin einfach so krass. Diese Musikrichtung, die ich bringe, die bringt niemand. 2050 wird das jeder auf den Straßen hören. Jeder, der mich als beleidigt, wird dann so sagen, boah, ja, ich hab den damals schon gefeiert, den Appleschorle, weil ich bin der Beste und ich bin der King. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, oder? So, hören wir uns mal eins seiner Tiergeräusche-Videos an und versetzen uns in die Natur. Klingt fast wie das echte Tier. Ein Kritikpunkt meinerseits ist, nächstes Mal, wenn du Tiergeräusche machst, bitte rübs ein bisschen mehr. Danke. Und hier frage ich mich schon wieder, woher kommen diese Aufrufe? Dazu gibt es nichts mehr zu sagen, oder? Ich glaube, ihr wisst eh schon, dass ihr mich abonnieren könnt und so eine Scheiße. Insta kennt ihr eh schon, brauche ich nicht mehr zu sagen. Das gleiche auch mit Spenden, dies, das und ciao.